Hi. Willkommen zurück. Minecraft. Folge. Ich glaube 20. Wir gehen in Nether. Und. Wir gehen blind. Nein. Er hat nichts gedroppt. Jan, du hast mein Boot. Mich nicht. Yeah, Unterwassermusik im Nether. Ich habe jetzt übrigens 1,5 Stacks Eisen. Ich bin persönlich sehr glücklich. Ne? Jan, warte, er läuft drauf zu. Jan, ich habe das Boot schon platziert. Er hört nicht mehr auf. Stell dich einfach hinter das fucking Boot, Junge. Er bleibt stehen. Alter, du hättest den echt nicht schlechter handeln können. Junge, du bleibst stehen und wartest, bis er auf dich zugerannt kommt. Viermal hintereinander. Das ist eine falsche Einschätzung der Lage. Und? Nein. Ja. Ich habe jetzt die Möglichkeit, uns 3 weitere neue Bücherregale zu machen. Was? Was? Scheiß warte ich. Ich hab was getan. Wollen wir noch ein paar Jungs da unten abschlagen? Erstens, ich bin hier für XP. Zweitens, ja. Ich hab keinen Bogen. Ja, ich auch nicht. Bestimmt noch nicht mehr. Aua. Ich schnell geh ins Wasser. Ja, warte. Oh, warte, ich hab einen Wassereimer dabei. Jan! Also, du weißt, was Wassereimer da nicht funktioniert. Du bist pur für XP hier, ja? Nein, pur, aber ich bin hauptsächlich für XP hier. Wenn es noch was anderes gibt, dann. Ja, Zufall. Oh, ich bin direkt neben dem Spawner. Positive Wendung. Übrigens, das ist das, in dem ich mehrfach gestorben bin. Oh, Info. Yeah. Jungs, ich freue mich, verkünden zu können, dass wir nun ein vollständiges Bücherregal-Set in den Zaubertisch haben. Nice. Bis auf das eine Ding für im Alter, ich könnte jetzt die Diaka auf Fortune 3 verzaubern. Bitte sag, das bringt überhaupt was. Fortune, fucking 3. Was soll was bringen, toll. Ich hab fucking beim Dings platziert. Oh nein. Was sollte tatsächlich was bringen, weil Light Level existiert nicht. Ja, und die mögen mich nicht mehr. Ich hab Erz abgebaut. Was zum Fick ist falsch bei dir? Ich hab Erze bei denen abgebaut, das gehört denen aber nicht. Sie sollten aber nicht sauer drüber werden. Was du denn macht? Ich hab einfach nur das fucking Erz abgebaut. Sie sollten aber nicht drüber so. Hä? Hast ich weiß! Hast du schon mal irgendwann so viel geschlagen? Nein. Junge, es sind auch nur so 2, die aggro sind. Ah, nur noch einer, weil der andere am Feuer verreckt ist. Hast du immer an meinem Schild Grundstück geschrieben oder war ich das, als ich dumm war? Grundstück? Ja, da steht Grundstück. Grundstück habe ich nicht geschrieben, ich habe es nur pink und leuchtend gemacht. Irgendwohin. Hätte ich dann wieder ein Grundstück. Auch peinlich. Wow, Grundstück. Ich dachte echt, dass du mich damit auch getrollt hast, aber das war's schon mal reinsteht. Nee, ich. Auch wenn ich das sehr lustig finde. Ja, ich find's auch lustig. Okay, lassen wir Grundstück. Ach, einverstanden? Ja, ich erst mal, das erste kein Problem mit. Der Dude, der aggrot nicht. Bring das Blöd in die Los, gib mir was. Bitch. Hab ein Crafting Table mit? Arbeit. Hab ich, ja. Such mein Copyright auf. Okay. Kannst du halt mal den Crafting Table hingeben oder so? Ich hab ihm schon so 17 Nuggets gegeben, der wollte nicht. Ja, der will ja auch keine Nuggets, der will die Barren. Ich glaube, ich werde sterben. Ich wollte gerade sagen, der will Barren. Jan ist. Oh Gott. Oh Gott, lag dabei. Hi. Und die Blazes wollen mich immer noch. Ich hab dir eine kleine Safe Space gebaut, ne? Nur so. Wer ist mit Info? Wand? Auch gut. Das ist ein Safe Space, ist halt sicherer. Ich sehe mein Schild in den Bilderraum gesetzt. Und ich hab den Table platziert. Ich hab hier hinten einen eingesperrt. Ich kann gerade sehr schlecht gucken. Ja, guck das an.
Und brauchen eine größere Wand. Ich hab ihn direkt beide runtergeworfen. Ich bin 16. Und jetzt mach was draus. Ja, das ist vielleicht ein recht schlechter Sport dafür. Ich glaube, das Kind vielleicht ist einfach wirklich. Das Kind ist jetzt auch Akku auf dich, oder? Nee. Woher bin ich auf sie angegeben? Nö, ich wurde noch von der Blaze getroffen. Da liegen Spectral Arrows. Hab ich jetzt schon viel zu viele. Ich baue mal eine kleine Decke drüber, ne? Jo. Hast du eigentlich in der Wüste irgendwas Spannendes gefunden? Nö. Ganz im Gesamt. Nö. Da kann man schon mal an zu staubsaugen. Könnte halt diese Phantome schon brennen. Ich will doch mal nicht den Staubsauger craften, allein für diesen Druck. Der ist noch von mir. Oh, ich wollte gerade abschicken, aber das ist einfach. Schon. Querslink. Neverbreaks. Ah. Übrigens, wenn es irgendwo mega flach aussieht, ne, das war dann ich. Soll ich mir noch ein bisschen Dings suchen? Warte, du hast eine Fortune Pickaxe, ne? Nicht mit. Ah, okay, gut. Schade. Hat das letzte durch. Nein, doch ein bisschen was. Okay, warte, du sammel mal seinen Shit auf. Ich hab hier vorne irgendwo noch. Oben sind Nuggets. Ich könnte da hin, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Du kannst zum Portal gehen und in meiner Crystal Chest Dingens holen, die Fortune. Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hey, eine Soul Speed 1 Iron Stiefel. Okay. Soul Speed. Ja, aber die sind fast kaputt. Weißt du was? Ich baue einfach einen Weg nach oben. Air Charge. Wir können das Ding Crafting Table herbringen. Weil die nicht mehr mit Iron Stiefel. So, na, gut. Ich hab ein Dorf gefunden. Nee, markier das mal auf der Karte. Markier das mal bei dir auf der Karte, David. Das ist wichtig. Dann führen wir einen von uns später mal hin, sonst will das auch haben. Wir machen das da 3. Bin ich auf der richtigen überhaupt? Da sind ein paar Wither-Skelette gespawnt. Nur 3 Stück. Meine Fortune ist direkt am Anfang, ich bin aber über dir. Ich hab Village mal eingeschrieben. Ja, weil du irgendwas von richtige Höhe gelabert hast, meine ich. Achso. Ist hier irgendwas Cooles? Ich hab mich in der Wand hochgegraben, deswegen. Also. Ich muss gerade nur gucken, wo lang es überhaupt ging, das heißt, ich werde ein paar hässliche Cobblestones platzieren, die mich aber so oder so nicht jucken, weil ich im Nether nicht baue. Im Nether baue ich, wenn... Das ist ein Eisengolem, ich hab dich gerade voll erschrocken, wie ist ein Monster. Wenn ich im Nether was baue, dann auch nur so eine Festung, um hin und her zu kommen. Ja. Die ganzen Heuballen nehme ich mal mit, ne? Ist das der richtige Weg? Das ist eine sehr gute Idee von dir, David. Oh. Ja, ich habe nichts beim Portal gesetzt. Dann kommen wir nochmal zu mir, dann zeige ich dir, wo das Portal ist. Was da? Das ist ein Waystone. Da kannst du dich jetzt zu anderen Waystones mit teleportieren, aber wir haben noch keine anderen. Was ist denn, Alter? Das ist ein Mod. Dazu gehört auch, dass eine Telepath. Oh. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Du? Ich sehe dich auf der Map und ich komme in die Richtung. Nichts mehr, das sind einfach Orks. Oh Gott, Alter, ich bin gerade erschrocken. Was bin ich von da oben? Egal, meine Katana ist explodiert, ne? Nein, zwei runter. Beziehungsweise wir sind einmal hoch und wieder runter. Das heißt, nein.
Nicht von, nicht von oben. Ich zeig den. Wo bist du? Die wollen alle nur. Es gibt da nur einen, der die Höhle hochgegraben hat. Jan. Jan, hier vorne. Ah. Jan, das ist hier. Der einzige Weg, der irgendwo lang geht. Woher? Da, da oben in die Richtung. Okay. Das hilft perspektivisch absolut gar nicht. Was? Ich bring dich einfach hin. Ich hab das Motor. Warum baust du jetzt noch eine Treppe? Ich hab da vorne schon eine. Wo? Oh. Ich hab sogar einen Pfeil hingebaut jetzt. Ich hab mal einen Smoker mitgebaut. Ja, ein verdammte Scheiße. Was denn? Ich hab jetzt 15 Heu. Weil. Alter, der Junge sieht eine Treppe und holt sich eine Leiter. Oh Mann, Alter. Leiter ist auch eine Treppe. Der sieht auch eine M16 und nimmt sich die Diebe. Obwohl, das könnte ja auch sein. Die Diebe hat viel mehr Stil, also. So. Oh, hey, Jan. Ich frag mich, wie ich hier hingekommen bin. Hallo, Mister, ich nehme den längeren Weg. Hallo, Mister, ich baue mir eine eigene Treppe. Hallo, Mister, ich nehme den längeren Weg, statt einfach einen schnelleren zu bauen. In einem Environment, wo es sowieso nicht juckt. Alter, du siehst eine fucking Treppe und baust dir deine eigene. Ja, weil die fucking Namen ist wieder. Ah ja. Was machst du da, David? Hm? Was machst du da? Ein paar Mal die Chance oder so. Ja. Wo die Map gerade mit dem Laden nicht hinterher kam. Laden. So, ist es Fortune 1. Hattest du nicht noch irgendwas Höheres oder ist es David? Ich hatte es nicht verzaubert gehabt. Aber ich hatte die Möglichkeit, theoretisch auf Fortune 3 zu gehen bei der nächsten Spitzhacke, deswegen will ich nach 13 weiterfahren. Warum ist dann nicht bei uns im Keller? Weil das zum Beispiel das auf Overworld machen kann. Ja, im Gegensatz zu deinem Weg ist mein Weg safe. Ganz kurz, habt ihr diesen Namen von dem Dorf, dieses Zedmar Rakak, jetzt auch auf der Karte? Nein. Ah, hier auch was. Dankeschön. Bitte schön, immer gerne. Natürlich, wir unlocken deine Speed Travel Methoden. Ja, normal. Ich dachte, vielleicht gibt das Modpack irgendwie so, na, keine Ahnung, so kollektiv, technisch. Wenn, dann durch den Server, aber nee. Wenn ich die ganze Zeit auf die Schweine gehe, aber nicht auf die Schafe, das ist witzig. Weil ich es nicht gewohnt bin, das Schaf essen. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Da habe ich immer nur die 1.5.2 wegen Hexet und die 1.7.10 wegen Chaos. Das war schon 1.5, ich dachte, das wäre 1.4.7. Mhm. Egal. Das war 1.5.2 gerade. Ich baue einen Kasten um die Blazes rum. Mach das. Elend. Aua. Nevermind, ich baue keinen Custom Glazes vom. Ich werde von den Glazes angekommen. Ich habe so eine Hassliebe fürs Haarewaschen. Oh Gott. Nach dem Haarewaschen, sobald meine Haare getrocknet sind, kleben die erstmal für 3-4 Stunden. Das war ein heftiger Lag, holy shit. Und nach diesen 3-4 Stunden ist es halt einfach alles gut. Dann ist es halt einfach wunderschön. Wie kommst du jetzt darauf? Weil meine Haare gerade kleben, weil ich heute Haare gewaschen habe. Na, dann föhn die doch einfach. Was ist das Problem? Dass ich keinen Föhn habe. Fucking Ernst? Ja. Alter, dann kauf dir gefälligst ein. Da ist ein fetter fucking Magma Cube. Und dem ja, Geld, was ich mir schon. Ist ein Magma Cube gespawnt, der kann legit nicht mal fucking genutzt werden. Ja. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Na? Ich muss mein Bett noch vorziehen. Ich weiß, was du gesagt hast, aber ich hab verstanden. Alle weg.
alle meine Waypoints gehört. Nein. Hä? Meine Waypoints werden mir nicht mehr angezeigt. Sind aus irgendeinem Grund ausgeschalten. Ja, ich hab mich dann auch wieder angemacht. What the fuck? Welcher Hurensohn war das? Oh, fucking Blazes. Ich nicht. So, ich darf das Inventar wieder sortieren. War das war bestimmt der Luis. Der Luis Witten. Weiß ich nicht, ich kenne nur seinen Vornamen, das ist der Luis. Ja, das ist der Luis. Der Luis. Warum bist du schon wieder aggro auf mich? Ah, jetzt habe ich den Helm nicht aufgenommen. Das macht Sinn. Ich glaube, deine Persönlichkeit ist einfach nur erzürnend. Ich glaube, du bist ein Bastard. Hey! Das ist so. Nicht du! Hey! Vorsichtig, was du sagst. Ey, das ist mein Bruder. Wenn der mich beleidigt, hat er mich beleidigt. Übrigens, bei Interesse, ich weiß, wo noch eine Person ist, wollte ich nur die ganze Zeit schon gesagt haben. Nice. Junge. Ihr werdet eingesperrt, ob du dich wehrst oder nicht? Ich möchte nur mal kurz fragen, bei welcher Minute wir sind. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in der Zeit verlieren. 16. Sehr gut. Warum habt ihr denn so ein strenges Folgen? Warum macht ihr nicht 15, 20 Minuten? Voll die entspannte Folge. Keiner hat sich 30 Minuten sowas anzugucken. Ja, deshalb machen wir auch höchstens 30 Minuten. Ja. Ich finde, also ganz no joke, ich finde halt so 2x 15 Minuten als Folge finde ich viel entspannter. Damit das aber auch in irgendeiner Hinsicht Wert hat, muss es geeditet sein. Ja, gerade dann sind kürzere Folgen auch eigentlich besser. Du hast so weniger zu editen pro Folge. Ja, weißt du, die einen empfinden das so, die anderen so. Und es gibt für beides einen recht fetten Markt mittlerweile. Ah, true. Aber um diesen fetten Markt zu erreichen, musst du erstmal bekannt werden. Das sind wir um Gottes Willen noch nicht. Ja und? Wenn ich einen Markt erreichen will, muss ich auf diesen Markt ein. Ja. Kannst du ja nicht erwarten, dass ich sage, hey, ich hab den Markt. Und dann auf den Markt und dann kannst du. Ja? Wo fahr ich einfach auf den Markt? Dann fährst du auf den Markt. Er ist einfach Rollerblades auf den Markt. Nichts mit Rollerblades. Alter, wie ich Leute hasse, die sagen so, ja, warum machst du das hier, warum nicht? Ja. Halt einfach dein Maul. Wie, der Blaze ist jetzt draußen gespawnt, nein. Ja, wir können uns jetzt an den Blaze-Spawner ranstellen und hier, ne? Ja. Ich hatte tatsächlich ohne Rüstung erstaunlich wenige Probleme mit den Blazes. Es regnet ganz zu Hause. Also im Merkel. Bist du jetzt draußen gespawnt? Weiß ich nicht. Habt ihr so eine Falle für die Blazes gebaut oder so? Naja, so halt, ne? Ja, also so eine Falle im Sinne von Spawn Trap. Scheiße, hab ich getan. Ja, so halt, das funktioniert nicht richtig. Das ist die falsche Spitzhacke. Warum ausrasten? Nee, nicht du. Alles gut. Ich meine doch alles. Immer noch ein Junge. Ich höre nicht mal schießen, mal brenne ich. Shame. Och, nicht schlecht. Man, I'm dead. Okay. Great, I guess. Ach, guck mal, da ist ein Force Gold. Nee, das kannst du nicht geben, Mann. Oh, fuck. Oh, meine Leertaste gerade nicht funktioniert. Ich kann mit dem fucking Pegel dealen. Weil meine Leertaste nicht funktioniert hat, bin ich gerade fast in Lava gelaufen. Oh. Hey. Hätte ich meine Infinity Chest nicht so schnell darauf gekriegt. Sand und Kies, Jan. Bist du denn, Alter?
Hat trotzdem eine Weile gedauert. Ja. Crying Obsidian. Oh, Foils per Wolf. Chain Crying Obsidian, Alter. What the fuck? Haben wir irgendwo in den Kisten? Ja, schon klar, aber. Ist der Achievement, Alter? Who the fuck did that? Was ein Dickhead? Oh, hey, hier bin ich. Oh, boy. Jan, der ist ein Spasti. Oh. Der. Alter, du willst mich doch verarschen, Mann. Der hat, der hat enchantete Iron Boots gedroppt. Hat sie aber so gedroppt, dass er sie selber wieder aufgesammelt hat. Und Zeug selber wieder aufsammeln? Scheinbar. Das ist wie wenn du einem Zombie Items gibst. Aber okay. Das meine ich sehr neu. Also von daher. Also weil ich halt damals bei Varro 3 da wurde jemand getötet und da hat einfach irgendein Zombie die komplette Rüstung und das Schwert aufgesammelt und die haben den dann irgendwo anders getötet und die Rüstung ist einfach kaputt gegangen. Ja, und hast du noch Gold? Hm? Nice. Geradezu geworfen. 12 Stück sind das. Alter, jetzt laufe ich unterirdisch wieder in Richtung von dem Dorf oder was? Ja, genau. Da höre ich gerade durch unsere Höhle. Yeah. Oder nicht unsere fucking unterirdische Stadt. Man, I'm dead. Blood push no fire resistance. Was? Ich baue den Weg nicht bei dem weiter und so. Würdest doch nicht mit den Blazers helfen? Fire resistance. Ja. Ich will uns dann einmal splashen? Absolut nicht. Okay. Allein weil ich nicht weiß, wie viele wir sonst haben und sollte ich einer in die Lava fallen. Ich hab auf jeden Fall noch reguläre. Sollte einer in die Lava fallen, wäre es leichter, seinen Shit so zurückzuholen. So. Ich glaube, ich hab noch einen in der Truhe vor meinem Haus. Keine Ahnung. So, also im Moment habe ich noch jeden Fall nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch einen habe, mindestens. Okay. Ohne Beefkasten. Im Briefkasten? Nein, dein Wannabe-Kasten. Achso. Keine Ahnung, nee, aber wirklich, wenn dann ist der nur in meiner Truhe vor dem Haus, wenn der da nicht drin ist, dann habe ich doch keinen mehr. Yeah. Aber ich habe noch nichts außer ein paar Sachen. Ah ja. Versteht ihr, weil. Ich tue mir noch ein wenig Glowstone. Versteht ihr, weil. Haben wir Wasser gegeben? Glowstone ist doch in Jans Haus. Ha? Glowstone ist doch in Jans Haus. Ja, Glowstone? Ja, in der Kiste ist Glowstone vorne. 54 Stück. Oh. Also das. Bringt vorne irgendwas? Ich glaub nicht, ne? Nicht wirklich. Ich glaub schon. Ich müsste nachgucken. Wisst ihr was? Das mache ich auf Fix. Onkel Google. Ja. Ich bin early, damit habe ich nicht gerechnet. Also, hast du da auch mich überrumpelt und es war auch tatsächlich sogar ein bisschen witzig. Hast du gerade Onkel Google gesagt und er hat weiblich geantwortet? Ja. Aua. Das war weiblich. Ey, Jan, weißt du, was mir gerade einfällt? Da muss ich gerade wieder dran zurückdenken. Erinnerst du dich noch, als ich die gecrackte PC-Version von Lego City Undercover gespielt habe und mich dann als Rex Fury dahingestellt habe und die Polizeipfeife benutzt habe und ich gesagt habe, Jan, soll ich mir dein Hirn ficken, das gemacht habe und du voll abgegangen bist? Genau, erzähl der Welt, dass du crackst. Ich weiß es nicht, aber meine Dingens sagen, der Fortune gibt dir zwar eine Chance auf höhere Lust und das Drops, aber niemals mehr als 4. Das ist immerhin etwas. Wo jetzt wieder einiges an Eisen nicht habe. Hell yeah, Baba. Hell yeah. So. Ich. Da. Ich hab genau. Ich hab fast genau 2 Stacks. Ich hab jetzt 32 Glowstone. Das könnte ich für Bauen gebrauchen. Gib es her, das Zeug. Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar Enderperlen von dem. Oh, das ist ein tiefer Drop. Holy shit. Ich möchte mal anmerken, dass ich 3 davon habe.
Enderperlen? Ja. Haben wir auch genug Emeralds für so einen Warp Crystal? David, hast du irgendwelche Emeralds gefunden? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich in meiner Kiste noch welche. Muss ich gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bisher noch keine hatten. Ich glaube sogar tatsächlich, dass ich welche habe. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich muss nachgucken. Also jetzt machst du Höhle raus. Zur Not, wenn wir wen finden, mit dem wir Eisen. Hier ist ein Slime. Und so. Nicht Eisen, ja, mit dem wir Dings traden können. Ich habe einen Slime Ball. Haben wir einiges. Ich habe jetzt ein Slime Ball. Okay. David, ich nehme an, du bist in der Nähe von diesem Dorf, das du gefunden hast, ne? Nö. Nee? Ich hatte vorhin gesagt, ich bin in der Höhle bei unserem Haus. Also ja. Es war ein bisschen intensiv da draußen, da drin. So, in welcher Richtung war denn das Dorf, weißt du das? Osten. Also in die Wüste hinein. Ich bin ein bisschen weiter weg gegangen als du in die Wüste. Ja, ich war ja in der Wüste nur um Sand zu holen. Ja, warte, ich guck nochmal genau. Ja, also basically wirklich, wenn du neben diesem Auffangding von der Weizenfarm ist, musst du das wirklich straight up nach Osten. Ja, ich guck auf deine Karte. Ja, hier so. Leute, 26 Minuten. Liken, abonnieren. Ah, Gas! Holy shit. Er ist nicht gestorben. Nee, aber das war knapp. Okay, ja, fahre fort. Isaac. Fertig. Okay, bye.